In dieser kurzen Demo gibt es Checkpoints, zu denen du zurückkehrst, sobald du stirbst. Dein Fortschritt wird nicht gespeichert, wenn du die Demo verlässt. Okay. Wir spielen Spindle, die Demo-Version. Entwickelt von No Fuel Games, Let's Game Dev und Techo. Tech. Da sind wir schon im Spiel, wie es ausschaut. Ein kleines Schmeckchen. Wach auf! Wir müssen schnell weg von hier. Drücke jetzt J zum Fortfahren. Das sollten Schweinegeräusche sein. Wie kann man nur so leichtsinnig sein? Los, mach schon, du Dummkopf. Folge mir. Okay, ja, WASD ist bekannt. Ja. Mit E können wir Sachen aufheben oder auch nicht. Wir haben 4 Leben. Und wir spielen dieses kleine Skelettchen hier. Mit kleinen Sensenmann. Hüpfen können wir noch nicht. Wir können hier durchs hohe Gras streifen. Auch sehr schön. Durchs hohe Gras. Hoffentlich taucht da kein Pokémon auf. Wir können uns hinter dem Baum verstecken. Sehr schön. Das kleine Schweinchen will, dass wir mit ihm auf Abenteuer gehen. Da ist es schon. Du wunderst dich, was los ist. Du hast die Spindel berührt. Wir müssen das wieder hinbekommen. Komm schon. Okay, ich folge meinem kleinen Schweinchen. Oh, aber hier ist das Haus. Kann ich reingehen? Scheinbar nicht. Wie schade. Okay, bin ich auch nicht lang. Durch so Gras. Durch J, um zum Beispiel mit dem. Ah, damit interagieren. Marsee. Und der Marsee ist auch hier irgendwo. Ist wahrscheinlich der Marsee. Okay, können wir nicht rein. Mit Holz interagieren können wir auch nicht. Okay. Dann gehen wir mal zu Mar. Und wer oder was auch immer Mar ist. Hui. Allein das finde ich schon großartig. In die Spuren hier. Ich könnte stundenlang machen. Hui, 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 hohes Gras. Da bist du ja. Los, mir nach. Ich spüre, dass es hier ist. So. Was ist denn hier? Mar. Friedhof. Oh, auf dem Friedhof wollen wir gehen. Und dann geht's zum Mar. Da können wir nicht lang, oder? Hör auf mit dem Blödsinn. Komm endlich. Ich komme. Verdammt. Hier auch nicht. Keine Chance. Aber wir müssen da rein. Irgendwie. Okay. Wir müssen da rein. Okay, dann finden wir einen Weg hinein. Friedhof von Mar. Auf den Friedhof wollen wir. Können wir ins Hütchen rein? Tja. Verschlossen. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Schweinchen. Okay. Dann überlegen wir mal, wie wir hier reinkommen. Welche lang? Krähe fangen. Ein Loch. Vielleicht kann ich mich hineinzwängen. Sehr gut, er konnte sich hineinzwängen, er oder sie. Sieht aus, als könnte ich das Tor von dieser Seite aus öffnen. Pass mal auf. Juhu, er hat das Tor geöffnet. Danke, Schweinchen. Wir müssen dir noch einen Namen geben, falls du noch keinen hast. Okay, können wir nicht rein. Alle Häuser sind verbarrikadiert. Können wir nicht. Mit den Blumen können wir auch nicht interagieren. Können durch Pfütze laufen. Ach, das ist doch schön. So kleine Pfützenspritzanimation. Ah, nee, sind sie nicht. Das ist nur der den wir üblicherweise haben. Der Brunnen ist trotzdem wundervoll.
wunderhübsch animiert, das Gras, das Ding, das Gras finde ich spitze. Mit Pixel-Style. Find's jetzt schon großartig. Okay, können wir rein. Wer da? Hallo, ich breche in euer Haus rein. Lest das Tagebuch. Ein altes Buch mit den Einnahmen und Ausgaben des Dorfes. Hallöchen. Es ist alles so schrecklich. Was ist schrecklich? Hey Junge, was machst du denn hier? Das ist mein Vater. Es gab heute Nacht ein Erdbeben und ich hörte Schreie vom Friedhof kommen. Also, als ich nachsah, fand ich ihn dort auf dem Boden liegend. Er ist zwar der Bürgermeister, aber ich weiß gar nicht, was er um diese Uhrzeit dort machen wollte. Junge, etwas Böses. Er hat seitdem unglaubliche Schmerzen. Ich kann es nicht erklären. Du musst dich ausruhen. Ich weiß, das klingt merkwürdig, aber er müsste längst tot sein. Bitte? Du musst zum Friedhof. Das halte ich für keine gute Idee, aber wenn du darauf bestehst. Friedhofsschlüssel. Du hast den Friedhofsschlüssel erhalten. Was ist denn das für ein Sohn? Er müsste längst tot sein. Jetzt verreck doch. Jetzt verreck doch, Alter. Was ist denn das für ein Satz? Er müsste längst tot sein. Okay, gehen wir zum Friedhof. Und öffnen die Tür zum Friedhof. Und schauen mal an, was da so gibt. Begegnen wir den Bösen. Das Böse. Ja. Tür. Mach auf. Inventar. Und noch jetzt die Schlüssel. Ah, sehr schön. Interagieren. Sehr gut. Weiter, weiter. Unser Held ist scheinbar der Einzige, der hier nicht redet. Okay. Friedhofsteine lesen. RIP. Solange wir sind, bist es auch du. Okay. Das ist übler, als ich erwartet hatte. Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Hat die Wurzel pulsiert? Die Wurzel? Dieses dunkle Zeugs hier. Weiß nicht, ob das Wurzeln sind. Scheinen Monster zu sein oder sowas. Hätte ich doch Spindel unterstützt. Per Kickstarter kannst du jemanden auf einen Grabstein im Spiel verewigen. Mehr Infos in der Kickstarter-Kampagne. Ah, wundervoll. Eigenwerbung. Ich war kaum zu lesen. Oha. Gehen wir direkt runter. Hier sind wir definitiv richtig. Aber nimm dich in Acht. Hier stimmt etwas nicht. Ein Hebel. Okay. Auf geht's. Hinein mit uns. Noch ein Hebel. Und dann können wir nicht längs. Dann können wir nur sterben. Okay. Wir müssen einen Weg finden, die Brücken zu öffnen und dort durchzugehen. Okay, jetzt haben wir hier ein Dings, ein leuchtendes Zeugs. Wie konnte das nur hierhin gelangen? Was du hier siehst, ist ein Teil meiner Kraft. Oder nun besser gesagt, deiner Kraft. Skelette. Kraft absorbieren. Wir absorbieren die Kraft und werden zum Superheld. Zum Super-Skelett. Du hast einen Teil deiner Macht zurückerlangt. Drücke K, um die Sense zu schwingen. Nicht das Schwein. Das Skelettschädel können wir schlagen. Wir können das Gras mähen und dann können wir da weiter durch. Ziemlich Zelda-like. Sehr schön. Der Charakter spricht nicht.
eine Waffe, mit der er Gras nähen kann. Hat ein bisschen was von Zelda. Auch wenn es komplett. Also Zelda bloß sind komplett anders. Gut. Okay. Ein bisschen Gras mähen. Da kriegen wir mal ein paar Energiepunkte. Aha. Was passierte da? Oha. Achso, die Brücke ist im Weg. Müssen wir erstmal die Brücke entfernen. Wir können jetzt darüber. Sehr schön. Und jetzt hier. Sehr hübsch. Müssen wir wahrscheinlich die auch nochmal zurück machen, damit wir hier. Oh, Münzen. Ich habe 3 Münzen. Dafür werden wir einen Schlüssel brauchen. Okay, wir müssen einen Schlüssel finden. Der wahrscheinlich in der Truhe ist. Oder ähnlichem. Okay. Spikes, die auf einen zufahren. Ausweichen, abbauen. Okay, jetzt müssen wir da wahrscheinlich. Dachte ich mir. Das kommt da nicht lang. Da müssen wir natürlich hier mal. Ne, die nicht. Die andere müssen wir deaktivieren. Sehr schön. Die Brücke wieder zurückfahren. Jetzt können wir ja hier. Ein kleines Rätsel, aber ein kleines leichtes Rätsel. Jetzt können wir hier rüber. So, da haben wir einen Schlüssel. Yay. Schlüssel gefunden. Ein kleiner Schlüssel, dann lässt sich manches Schloss öffnen. Das große dort drüben wahrscheinlich nicht, das große goldene. So wird es wahrscheinlich nicht. Grothopsen. Schweinchen kommt mit. Hat immer noch keinen Namen. Oha. Du hast ein Monsterteil gefunden. Im echten Spiel wirst du sie sicher brauchen. Jetzt hier unnütze. Tür geöffnet. Da finden wir hoffentlich den großen Schlüssel. Oha. Oha, verstehe. Den müssen wir erst umkriegen, damit wir. Ah, und das bringt Herzen. Vorbei. Schwanz. Der Schweif von dem Monster. Sehr schön. Und da ist der goldene Schlüssel. Hurra. Ein goldener Schlüssel. Suche ein goldenes Schloss. Was ist mit diesen wabernden schwarzen Teilen? Weg mit dir. Der Maus. Lebensteil einsammeln. Noch ein bisschen Rasen mähen. So, jetzt müssen wir hier irgendwie rüberkommen. Zum goldenen Schloss. 7 Münzen. Hurra. Ups. Schwein. Geh mir nicht verloren. Schwein um den Namen. Wird das wieder so eine Minute of Islands Sache, dass das Schwein die ganze Zeit keinen Namen hat und inoffiziell schon einen Namen hat, aber Minute of Islands hatte das Axolotl, das kleine Axolotl hatte keinen Namen. Inoffiziell habe ich von den Entwicklern erfahren, hieß es Balduin, aber ja. Kam halt nie im Spiel vor, wurde nie erwähnt. Muss man erst den Entwickler zu befragen. So, Endbossraum. Oh, Scheiße. Was bist du denn? Ach so, wieder so ein rollendes Ding. Da müssen wir warten, bis es sich ausgekugelt hat. Und die Pflanzen sind da, um uns Energie zu geben. Jetzt. Oha, das spuckt ein kleines Kügelchen aus. Das sind die Monster-Globuli.
glaube, die greifen an. Ich hab's euch doch gesagt, irgendwann wird es uns Gefängnis. Nein! Game over. Checkpoint. Ja, jetzt kommen wir hier wieder rein. Sehr guter Checkpoint. Hier. Bosskampf. Na komm, den kriegen wir jetzt noch hin. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ausweichen, Schweinchen, bleib bei mir. Nicht sterben, Schweinchen. Müssen wir den dreimal treffen, oder? Das hat man natürlich. Fies. Verdammt! Noch Lebenspunkte. Je mehr Gegner im Raum sind, desto ufts. Ein Lebensdings. Verdammt! Nicht rechtzeitig rübergekommen. Kleinen Monster mal besiegen. Da gibt es einen Lebenspunkt für. Es lebt noch. Wow, auch den kleinen Kugeln ausweichen. Ja, momentan gelingt es mir noch recht gut. Uff. Bin fast tot wieder. Stipp. Ich brauche deinen Lebenspunkt. Ist noch einer. Oh wei. Nein, nicht treffen lassen. Ich habe nur noch ein Herz. Nein. Leider wieder keine Lebensanzeige. Ich finde Lebensanzeigen mal toll. Oh, verdammt! Game over. Wie oft müssen wir den treffen? Lebensanzeigen wäre ein Traum. Hier noch weiter. Aha. Nein. Unaufmerksam war ich gewesen. Treffen. Immer wenn du nicht kugelst, kann ich die kleinen Viecher besiegen. Die bringen was. Ach so, ich krieg dann auch einen Schaden, wenn ich den angreife, während dann nicht. Jetzt. Huha. Ich muss die kleinen Viecher besiegen, um hier irgendwie zu überleben. Verdammt. Das Große muss natürlich auch attackieren. Multitasking. Und zack. Huha. Na toll. Ich glaube, dem Großen haben wir noch so gut wie gar keinen Schaden hinzugefügt. Jetzt! Verdammt! Mist! Na komm, einmal versuchen wir es noch. Dann lassen wir es gut sein. Einmal können wir es noch. Für diese Demo. So, komm jetzt aber. Concentration. Und. Da oben. Verdammt. Nicht nötig hatte ich's.
Drauf! Ich glaube nur im Moment, der fällt nur ein neues Ding jetzt ab und war, wenn während er nichts Ohnmächtiges treffen. Ausweichen. Und drauf! Ja, das tut er. Wie es ausschaut. Oh nein. Ich brauche eure Lebenspunkte. Kleine. Na toll. Ah, ich glaube, wir lassen das jetzt mal. Das ist, glaube ich, keine Chance auf Erfolg. Ich glaube, das reicht für diese kleine Demo-Version. Für den Anfang. Und für den Anfang soll das gewesen sein. Da mich noch um, sollte ich diese Demo-Version von Spindle gefallen haben. Lass ein Abo da auf YouTube, wenn du neu seid. Ich werde das wahrscheinlich auf YouTube hochladen. Als Demo-Version als Test. Schaut auf Twitch vorbei, da streame ich regelmäßig live. Und ja, man sieht sich. Haut drinne.